Ja, Tag Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zum zweiten Part von Quake 1. Wir haben das letzte Mal uns für den Weg, den harten Weg in Quake entschieden. Es gab drei Schwierigkeitsgrade, wir haben den dritten genommen. Direkt in die Hölle, wir haben das Portal gewählt, sind in den ersten Level gestartet, haben extrem auf den Sack bekommen, aber das ist alles kein Problem, das ist überhaupt kein Problem. Ja, und jetzt... So, kriegen wir hier instant weiter auf den Sack. Ich glaube, wir sind Level 3, wenn ich richtig gezählt habe. Ich habe mir gerade mal das Handbuch durchgelesen. Das ist echt ganz witzig. Ja, es steht extra da. Okay, wie soll ich das bitte schaffen? Ja, natürlich, mit dem Safe Game. So, und direkt runter. Direkt runter. Zack. Dankeschön. So, das war doch ganz clever. Oh, da haben wir so einen komischen Anzug. Den wollte ich doch noch nicht nehmen. Das ist doch alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da ist was. Hä? Oh nein, die können schwimmen. War da irgendwas? Da war doch irgendwas. Da ist ja noch was. Es gibt bestimmt irgendwelche Unterwassermonster. Überlegt mal, das ist eigentlich der erste Shooter, der, wo alles komplett in 3D ist. Dort könnte man schon tauchen. Das ist schlecht. Hey, man. Das ist sehr easy. Oh. Neue Waffe, bitte. Was ist denn das? Alter, eine fette Gatling Gun. Die haut aber ordentlich rein hier. Haha. Ja. Yeah. Die Taktik kann ich auch. Über Bande spielen. Lächerlich. Oh! Der war gut. Der war gut. So. Alter, das ist so krass. Das ist so krass. Mein ganzes Leben lang habe ich Computerspiele gespielt. Aber irgendwie bin ich in diesem Meisterwerk immer dran vorbeigeflutscht. So. Was erwartet mich hier oben? Der sichere Tod. Fast, fast der sichere Tod. Aber wir haben sehr viel Munition, würde ich mal behaupten. So. Ich speichere ab, ey, ganz ehrlich. Man kriegt hier an jeder Ecke eine auf den Deckel. Immer wenn ich irgendeinen Schalter drücke, hat es danach eigentlich negative Aspekte für mich. Ja, genau sowas. Genau sowas. Das war doch klar. Jetzt bin ich in der letzten Kackecke. Das ist alles nicht so gelaufen, wie ich mir das hätte vorstellen können. Hier ist so ein ganz schreckliches Geräusch. Dich meine ich nicht mal. Dich meine ich nicht mal. Ich bin gleich tot. Das ist nicht schön. Ich bin gleich tot. Ich muss von euch gehen. Ich bin gleich tot, weil ich selber reinrenne. So, aber jetzt wissen wir, was passiert. Haha. Wir gehen nämlich jetzt mit der Waffe rein. Let's get ready. So ist das nämlich. Ach, man kriegt sogar die ganze Zeit Munition für dieses Monster-Baby. So. Es ist so krass, wenn man sich mal das mal überlegt, dass diese Waffen eigentlich bis in die heutige Zeit überlebt haben, ne? Also in jedem Computerspiel sind eigentlich immer diese Waffen drin. So, erstmal abspeichern. Ich habe wieder was geschafft. So, was bedeutet das? Ist das das Antifahrzeichen oder bedeutet es Hölle, Abgrund, Verderben? Wir gucken mal rein. Alles klar, vielen Dank. So. Ein Schlüssel. Der wird mir bestimmt nicht geschenkt. Ich will nicht, ich will nicht. Das war so klar. Oh ja, das war der richtige Weg. Das war ein Scheißweg.
Okay. Okay. Alles gut. Alles clever. Oh nein, dahinter ist so ein Arsch. Und da oben ist noch ein Arsch. Alles Arsch. Das ist so ein Eigentor, was du da geschossen hast. Okay, dann gehen wir doch einfach in diesen schönen Tower rein. Der Liebe und Geborgenheit signalisiert. Was ist das? Das ist doch was Gutes. Das sind einfach so geile Multiplayer-Waffen, das muss man einfach sagen, ne? Ich liebe diese Waffe. Ich liebe es, dass er nicht automatisch nach oben zielt. Ich liebe dieses Spiel. Stirb, ich habe nicht so viel Munition. Ist er tot? Er ist immer noch nicht tot. Okay. Wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen den Weg, der Gerechten. Oh, hier geht eine Tür auf. Nicht gut. Überlegt mal. Früher war das der erste Shooter, den die Menschen gespielt haben. Und ich natürlich jetzt hier als skillgeplagter alter Sack. One more to go. Sequence. Oh. Oh nein! Oh. Oh. Es ist nicht so, wie ich das will. Oh. Ich gehe da jetzt unten rein. Ich gehe hier nichts rein. Es war dumm. Es ist Säure. Sie ist grün. Ich hätte es erahnen können. Abspeichern. Okay. Sehr gut. Genau. Ballert euch gegenseitig in den Arsch. Da waren noch welche, oder? Das war es noch nicht. Habe ich doch gesagt. Habe ich doch gesagt. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Das Ding kommt raus. Granaten, die Treppe hochschießen. Wir müssen mal ganz kurz horchen. Okay. Ich hör erstmal keinen Gegner, ne? Ich gehe nicht raus. Ich werde nicht rausgehen. Daneben. Ja, so ist das, wenn die blöden automatischen Türen zugehen, ne? Kenn ich. Ist kacke. Ist einfach kacke, ne? Ach, da unten war ich gerade. Hier habe ich hochgeguckt. Sehr schön. Ah! Oh, was für ein Skillshot. 180 Grad. Und dann nach hinten. Nach vorne. Zack, zack. Irgendwie bleibt alles auf der Brücke liegen. Aber insgesamt nimmt er dann doch mehr Schaden als ich. Warte, abspeichern. Ja, das hättest du gerne. Den habe ich doch... Den... Ah! Den Lurch habe ich doch... Habe ich gerochen, dein Lurch. Louis the Lurch. Ich, da war drinne? Das Ende. Das Ende. 51 von 59 Gegnern erschossen. Aber 0 Secrets, das ist nicht viel. So, wo landen wir denn hier? Auf jeden Fall in einem abspeicherungswürdigen Level. So, eine schöne alte Kathedrale. Was denn? Was ist denn jetzt schon wieder? Ey Leute, ich spawne gerade. Es geht noch nicht los. Nein. Timeout. Scheiß Ekelfische. Scheiß Ekel-Ninja. Uff. Oh Gott. Hat alles was Gutes. Dadurch habe ich gerade den gesehen. Die Heilung am Anfang, die hebe ich mir mal auf. Das hättest du gerne. Ich habe das Gefühl, dass hier hinten noch einer ist. Und hier kann ich ja eigentlich so platt machen hier. Der trifft mich doch niemals. Er trifft mich tatsächlich voll der Skill-Shutter.
okay, meine Schüsse kommen nicht an. Das machen wir anders. Wir gehen an einen anderen Weg und kommen dann von hinten und sterben von da. Das ist doch scheiße, was da oben ist. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich krieg doch hier gleich auf den Deckel. What? Hier ist ja noch was. Was ist das? Das will ich haben. So. Give me that shit. Keine Ahnung, was das ist, bevor ich mir selber eine reindrücke. Sehr gut. Alter, voll auf die 12. Meine Fresse. Also man muss aber mal sagen, dass das ist so krass. Ey, die kämpfen. Wie schnell dieses Spiel einfach ist. Stirb doch. Die. Oh Gott, wir kriegen ganz viel Health. Das ist aber auch richtig so. Ganz ehrlich, ich habe so auf den Deckel bekommen. So. Schade. Ach, Igitt. Ach, Igitt. Wir können ja eigentlich mal ausprobieren. Was ist denn das hier? Ach, geil. Ein Rocket Launcher. Ich weiß, sonst erkennt man die so. Ja. Sah jetzt nicht ganz so aus wie ein Rocket Launcher. Boah, ja, ja, ja. Das habe ich aber sofort gerochen hier. Wie dein Buchshöschen da gerade kam. Was hast du davon, wenn du dich mit Mr. Quake anlegst? So, ey, geil. Guckt euch den Schatten an. Hier, schönes Quake-Symbol. Was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil... Egal. Hinterfragen wir das? Nein. Das Spiel hat recht. Okay. Wenn ich da jetzt reingehe, was wird passieren? Werde ich sterben? A. B. Werde ich sterben? Oder C. Werde ich sterben? Oh, Mr. Kohlenhydrat. Das ist es. Deswegen isst man keine Kohlenhydrate mehr. Man wird böse. Fuck. Okay, wir halten fest. Alle Tasten auf einmal drücken ist nicht die weiseste Wahl. So, wir gehen. Wie machen wir das? Wir machen es so. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Er hält dann doch mehr aus als gedacht. Er hält wirklich ziemlich scheiß die Wand an. Okay, wir machen es mit dem Ding. Da bist du. Sag mir das doch. So, warte mal. Jetzt machen wir so. Sehr gut. Das ist immer geil, wenn ein Rocket Launcher Auto-Aim hat, aber auch hinter der Wand, sodass du direkt gegen die Wand schießt. Das ist optimal. So, wo ist denn der jetzt hier? Der hier ist doch der Obersacker. So. Ah! Oh, lass mich doch mal ganz kurz meine Tasten drücken. Wenn der jetzt auch gleich wieder spawnt. Bis jetzt finde ich meine Taktik ganz gut. So, jetzt machen wir mal Quicksave genau in der Sekunde, wo ich auf den Sack kriege. Ist das dein Ernst? Gib das Ding her! Ich krieg echt in der Sekunde auf den Sack. Oh nein. Oh, hier ist offen. Oh nein. 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 Alles nein. Alles nein. Da hinten geht's weiter. Hier geht's ja weiter. Ach Gott. Lass mich rein. So. Lass mich raus. Lass mich weg.
Geh doch mal zur Seite, Väterchen Frost. Hier war ich schon. Alles gut. Ich will den jetzt töten. Ich werde ihn töten. Wo ist er denn hin? Lass das doch jetzt. Lohnt es sich jetzt abzuspeichern? Weiß ich nicht. Warte mal, wir machen das anders. Ich habe eine andere Idee, eine viel bessere Idee. Wir machen mal so einen Safe Spot. Und jetzt hole ich mir auf jeden Fall erstmal die Heilung. So. Ultimative Skill. Ist hier noch was Geiles unten? Hä? Oh, alle Muni leer in der letzten Schribbe verkackelt. Warum werde ich immer von oben geballert, wo ich nicht hochgucken kann? Das ist nicht gut. Ich habe keinen dummen Schlüssel. Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, nee. Nee, 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 nee. Ha! Oh. Wie geil ist das denn? Ich habe den scheiß Schlüssel nicht. Natürlich. Let's spawn together. So, mit Bande. Und zack. Alter, er tobt sich aber aus. Igitt. Der hat diesem anderen Alien da einfach die Eingeweide rausgeschnippelt. Das macht man doch nicht. Also der geht mir auf den Zunder. Renn jetzt weg. So. Okay. Also jetzt ist ja schon mal ganz gut. Ne? Wir haben nur noch den einen Trottel da oben, den ich auf unerklärliche Art und Weise nicht treffen kann. Aber ansonsten sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich habe gerade irgendeinen Schlüssel bekommen, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Tür dazu ist. So, das kommt mir, dieser komische Phallus wird mir bestimmt genau auf den Kopf fallen. Und das Ding. Sieht auch so aus, als wer ist mir nicht freundlich gesonnen? Ach, das ballert jetzt durch. 2, 1 und go. 1, 2 und go. 1, 2 und go. Und go. 1. Komm mal her. Nee. Güllevieh. 1, 2. So, da unten habe ich doch schon irgendwas kreuchen und fleuchen gehört. Machen wir einfach mal so. Ja, ich weiß, ich brate die Munition raus, als wäre ich der Obermeister und eigentlich bin ich der Oberschisser. Aber es trägt Früchte. Sie sterben. Und ich kann saven. So, wenn ich jetzt darauf trete, was passiert? Haha, Trottel. So, und jetzt? Komm. Na los, komm. Das war ja easy. Das war ja easy peasy. Easy. Was? Warum? Das ist frech. Dass hier einfach immer so angeschissen kommt von hinten, das finde ich echt frech. Du sowieso. So. Einfach. Ach, ich bitte dich, ist doch lächerlich, was du hier machst.
Moment. Wir hören erstmal hin. Das hört sich ja erstmal relativ gut an. Ne? Es hat kein Gegner gegrunzt, kein Gegner geschrien. Also entweder habe ich gänzlich daneben geballert. Wir gucken einmal noch hier unten hin. Wow! Alter, reiß dich mal am Riemen. Ah, okay, hier komme ich auch hoch. So, also uns bleibt höchstwahrscheinlich nichts anderes übrig, als da jetzt einfach mal runter zu gucken. Let's go! Oh, Ficker! Ficker! Oh, nee, das will ich nicht. Alter, jetzt... Das ist nicht gut! Ich hatte doch gerade 46. Dann hatte ich so viel mehr und jetzt ist alles wieder Kacke. Ist doch alles wieder Kacke. So, jetzt haben wir den Schlüssel bekommen. Dann muss ich einfach hier runterfallen. Sehe ich das richtig? Dieser Weg. Ne. Es geht irgendwas Schlimmes wird passieren. Oh, oh, wie frech! Noch beschissener geht's aber auch nicht. Hallo! Alter. So, okay, wir nehmen die Wumme. So, der stand jetzt irgendwie hier so links, ne? Einfach so instant auf den Sack. Alter, jeder weiß, was passieren wird. Ich fall runter, ich sterbe. Let's go. Wow, wow. Ich habe das Gefühl, das ist der Ausgang. Aber diese zwei netten Herren mit der schlechten Zahnhygiene wollen mich daran hindern. So. So. Hehehehe. Kann ich nämlich auch. Mit unfairen Mitteln. Das sieht so aus, als würde es aufgehen. Ja, geil, oder? Ja, geil. Alter, was ist denn da oben noch alles los? Da oben war ich ja gar nicht. Ein Geheimnis gefunden von 5. 53 Gegner von 60 abgeknurpst. Können die sich jetzt nicht da oben... Aber da komme ich auch nur mit so einem komischen Beamportal da links hin, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir speichern ab und für den zweiten Part von Quake soll es das heute erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Schalt auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt... Quake. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Quake.